Jakob von Gunten, Sohn rechtschaffener Eltern, ist als Eleve in das Institut Beniamenta eingetreten, um sich die paar Kenntnisse anzueignen, die nötig sind, in irgendjemandes Dienste zu treten. Mein Name ist Jakob von Gunten und das ist ein zwar junger, aber trotzdem seiner Würde bewusster Mensch. Ich bin nicht zu entschuldigen, das sehe ich, aber auch nicht zu beleidigen. Das verhindere ich. Ich muss mich einfach halten. Ich muss dich anlachen. Und ich muss mich halten, dass ich dich nicht küsse, du prachtvoller Bursche. Mich küssen? Sind Sie verrückt geworden, Herr Vorsteher? Er wünscht, streng behandelt zu werden, um zu erfahren, was es heißt, sich zusammenraffen müssen. Er will, dass das Leben ihn erziehe, nicht erbliche oder irgendadlige Grundsätze. Er hofft, dass er modern, einigermaßen geschickt zu Dienstleistungen und nicht ganz dumm und unbrauchbar ist. Aber er lügt. Er hofft das nicht nur, sondern er behauptet und weiß es. Er ist der festen Überzeugung, dass jede sorgsam ausgeführte Arbeit für ihn eine größere Ehre sein wird, als das müßig und ängstlich zu Hause hinter dem Ofen sitzen. Ein von Gunten sitzt nicht hinter dem Ofen.